Bonsoir à tous, merci. Guten Abend, willkommen bei Thema am Dienstag. Hinter diesem Gesicht verbirgt sich ein unfassbares Maß an Rassismus und Menschenverachtung. Das Gesicht des Norwegers Anders Breivik, der am 22. Juli 2011 kaltblütig 93 Menschen ermordete, in Oslo und auf der Insel Utøya. Getrieben vom Hass auf Ausländer hat auch ein Terrortrio in Deutschland gemordet. Die Anschläge zeigen, welche Gefahr der Terror von rechts darstellt. Ein Terror, der oft unterschätzt wird, und das europaweit. Besonders seit die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus präsenter geworden ist. Thema nimmt heute Abend den rechten Terror in Europa unter die Lupe. Zunächst mit einer Investigation über die Zwickauer Terrorzelle, die zwischen 2000 und 2007 eine blutige Spur durch Deutschland zog, 8 Türken, einen Griechen und eine deutsche Polizistin ermordete. 2 der 3 Täter begingen vor einem Jahr Selbstmord. Beate Zschäpe, die einzige Überlebende des Trios, stellte sich der Polizei. Jetzt, ein Jahr später, hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen sie erhoben. Das Trio nannte sich NSU, Nationalsozialistischer Untergrund. Ein Albtraum für Deutschland und ein Skandal ohnegleichen. Denn bald taten sich Grauzonen auf. V-Männer der Geheimdienste und Polizisten wurden verdächtigt, mit den Terroristen gemeinsame Sache gemacht zu haben. Der Verfassungsschutz geriet auf Länder- und Bundesebene ins Kreuzfeuer der Kritik. Ein Desaster, das die Politik zu verantworten hat. Sie hat die Gefahr des rechten Terrors bis heute unterschätzt. Und das nicht nur in Deutschland. Wie sich der rechte Terror in den letzten 40 Jahren entwickelt hat, zeigt der zweite Film dieses Abends. Er verfolgt die Entstehung rechtsextremer Gruppierungen nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Vom belgischen VMO bis zum MSI in Italien. Erfahren Sie mehr über die Geschichte, Organisation und Ideologie der Rechtsextremen, die sich über alle Grenzen hinweg vernetzt haben und heute wieder eine Gefahr für Europa darstellen. Zunächst also der Film Das Terrortrio. Bis gleich. Dieser Film handelt von einer Staatsaffäre. Es geht um rechtsextreme Mörder, die über Jahre aus blankem Hass auf alles Fremde 9 Menschen mit ausländischen Wurzeln und eine Polizistin ermordet haben. Die Bombenanschläge verübten und Banküberfälle begingen. Und das umstellt von Spitzeln und V-Männern nahezu aller deutscher Geheimdienste. Und es geht um das vollständige Versagen deutscher Sicherheitsbehörden, die Verbrechen nicht verhindern konnten. Es ist die Geschichte von Verschleierung, Lüge, Betrug und dem Ringen zwischen Parlament und Staatsapparat. Zwischen Aufklärung und Vertuschung. Es geht um die Frage, ob unsere Demokratie funktioniert und wir den Bürgerinnen und Bürgern ernsthaft das Versprechen geben können, egal wer ihr seid, welchen Hintergrund ihr habt. Ihr könnt sicher sein, wenn es zu Straftaten kommt, wir tun alles und die Behörden tun alles, um sie aufzuklären. Man hat an mehreren Stellen diese Mordserie unterbrechen können. Man hatte Hinweise, man hatte die Mittel hierzu und hat es aus welchen Gründen auch immer nicht getan. Das Schlimme ist, dass die Geheimdienste sich daran gewöhnt haben, dass sie der rechtlichen Kontrolle weitgehend enthoben sind. Der Skandal wird öffentlich am 4. November 2011. Im ostdeutschen Eisenach geht in einem Neubauviertel ein Wohnmobil in Flammen auf. Im Inneren findet die Polizei 2 Leichen. Die beiden Männer sind Polizei bekannt. Es sind die seit 13 Jahren untergetauchten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Erschossen mit einer abgesägten Schrotflinte, einer Pumpgun. Neben den Leichen liegen zahlreiche Waffen, Stadtpläne und Geld aus Banküberfällen. Kurz darauf explodiert im sächsischen Zwickau eine Wohnung. Angesteckt hat sie Beate Zschäpe, die mit den beiden Männern zusammenlebte. Beate Zschäpe stellt sich der Polizei, sitzt seit November letzten Jahres in Untersuchungshaft und schweigt. Aus dem, was die Flammen übrig gelassen haben, versuchen die Behörden nun, mühsam zu rekonstruieren, wie die 3 Neonazis unentdeckt
morden konnten. Schnell ist klar, Polizei und Geheimdienste in Bund und Ländern müssen versagt haben. Und das, obwohl es in Deutschland alleine 16 Ländergeheimdienste gibt, die den Staat vor Terroristen schützen sollen. Dazu einen für den Bund, den militärischen Abschirmdienst und zahllose Polizeibehörden, die mit dem Fall befasst gewesen waren. Professor Roland Eckhardt ist Soziologe, ein Experte für Extremismus und Gewaltforschung. Er hat sich intensiv mit der Rolle der Sicherheitsbehörden und ihren Fehlern bei der Beurteilung der Gefahr von rechts auseinandergesetzt. Diese Geheimdienste in dieser Form sind eine spezifisch deutsche Errungenschaft, die eigentlich ursprünglich entstanden ist, zu verhindern, dass wieder eine politische Polizei entsteht. Also ganz ehrenwerte Motive hatte. Aber wir müssen einfach feststellen, dass die Sicherheitsdienste, die ja Vorfeldaufklärung betreiben sollen, nicht funktioniert haben. Das heißt, ein unglaublich großer Apparat hat seine Ineffizienz deutlich gemacht. Das Misstrauen gegenüber Geheimdiensten und Ermittlungsbehörden ist so groß, dass Parlamente in Bund und Ländern Ausschüsse einsetzen, um den Vorgang aufzuklären. Der wichtigste ist der im Bundestag. Sozialdemokrat Sebastian Edati leitet den Ausschuss, der gegen zahlreiche Widerstände kämpft. Wir haben über 100 Beweisbeschlüsse gefasst. Wir haben auch viel Material bekommen. Aber wir stellen zunehmend fest, dass es an mehreren Stellen offenkundig nicht eine ausreichende Bereitschaft bislang gibt, uns mit dem Material und Informationen zu versorgen, die wir brauchen, um unserem Aufklärungsauftrag gerecht werden zu können. Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt sind als radikale Neonazis jahrelang im Visier der Behörden. Ende der 90er Jahre bereiten die drei erstmals Anschläge vor. In einer Garage im ostdeutschen Jena horten sie Waffen und Sprengstoff. Angemietet wurde sie von Beate Zschäpe. Der Geheimdienst erfährt davon, gibt die Informationen an die Polizei weiter. Im Januar 1998 soll diese die Garage kontrollieren. Uwe Böhnhardt wird zur Durchsuchung mitgenommen. Während die Beamten noch versuchen, die Schlösser zu knacken, steigt Böhnhardt in sein Auto und fährt davon. Ungehindert. Auch in Thüringen gibt es einen Untersuchungsausschuss, der das Versagen von Polizei und Verfassungsschutz aufklären soll. Martina Renner von der Linkspartei ist stellvertretende Ausschussvorsitzende. Für sie ist die Geschichte mit der Durchsuchung eine der schwerwiegendsten Pannen bei den Ermittlungen. Der größte Fehler bei der Polizei liegt sicherlich bei der Vorbereitung und Durchführung der Durchsuchungsmaßnahme in Jena, in deren Zuge die Rohrbombe gefunden wurde, und dem damaligen Nicht-Festsetzen der drei Verdächtigen, die man wenigstens in Gewahrsam hätte nehmen können, und dann den Pannen, die sich anschlossen im Zuge der sogenannten Zielfahndung, wo, wenn man heute sich die Akten anguckt, jeder Hinweis vorhanden war, in welche Strukturen möglicherweise die drei abtauchen könnten. Die Polizei findet in der Garage Waffen, Propagandamaterial und mehr als 1 Kilogramm TNT, verbaut in mehreren Rohrbomben. Die drei werden gesucht, doch sie bleiben verschwunden. Erste Station im Untergrund ist Chemnitz. Hier leben sie 2 Jahre lang in wechselnden Wohnungen, die ihnen Kameraden zur Verfügung stellen. Die meisten sind Aktivisten der Blood and Honor-Bewegung. Blood and Honor ist ein international agierendes, rassistisches Netzwerk, das sich mit dem Vertrieb rechtsradikaler Musik und der Veranstaltung von Konzerten finanziert und auch in Ostdeutschland gut vernetzt war. In dieser Welt wird der Völkermord an den Juden als Heldentat gefeiert. Den bewaffneten Kampf für die Reinhaltung der weißen Rasse sehen sie als Pflicht eines jeden Aktivisten an. Die Gewaltbereitschaft von Blood and Honor aber verdrängen die Behörden. Also Blood and Honor ist auch unterschätzt worden, weil man vor allem der Meinung war, das sind rassistische Konzertveranstalter. Und dass diese rassistischen Konzertveranstalter eine terroristische, eine militante Unterformation haben oder Parallelformation, wie immer auch, nämlich Combat 18, das ist nicht wirklich wahrgenommen worden oder vielleicht nicht in dem Maße wahrgenommen, wie es nötig gewesen wäre.
Das Trio kann sich im Untergrund einrichten. Unterstützer besorgen nicht nur Wohnungen, sondern leihen Identitäten, organisieren Waffen. Die drei sind jetzt eine Terrorzelle. Und sie bereiten sich aufs Morden vor. Wie konnte es so weit kommen? Was wussten die Geheimdienste? Und warum wurde das Trio nicht gestoppt? Die Untersuchungsausschüsse fordern Informationen, bestellen Akten, hören Zeugen. Doch wirklich weiter kommen sie nicht. Es kommt heraus, direkt nach dem Auffliegen der Terrorzelle vernichten Geheimdienste in Bund und Ländern Unterlagen, Akten und Beweise. Das Verhalten der Dienste könnte den Grund haben, eigenes Versagen zu vertuschen, denn sie waren viel näher dran an den Terroristen, als sie zugeben wollen. Wenn gezielt gefragt wird in Richtung Bundesregierung, hat es jemals Kontakte gegeben zwischen deutschen Behörden und der Zelle oder dem Umfeld der Zelle und das negiert wird, über Wochen hinweg negiert wird, wieder besseren Wissens, dann fühle ich mich und dann fühlen sich die Kollegen hinter die Fichte geführt. Und das macht nicht zufrieden. Alle Sicherheitsbehörden sind gut beraten, in ihrem Geschäftsbereich nochmal nachzusehen, ob es irgendwelche Erkenntnisse gibt, die mit den Dreien, mit Unterstützerumfeld oder mit anderen relevanten Personen zu tun haben. Tatsächlich hatten die Geheimdienste Uwe Mundlos bereits 1994 im Visier. In diesem Jahr muss er zur Bundeswehr. Er dient als Panzergrenadier in Bad Frankenhausen. Während dieser Zeit wird er als Rechtsextremist aktenkundig, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der militärische Abschirmdienst, kurz MAD, ist zuständig, wenn es um rechtsradikale Soldaten geht. Er versucht, ihn als Spitzel zu gewinnen. Mundlos soll über seine Kameraden aus der Szene berichten. Doch er lehnt jede Zusammenarbeit ab. Als der Anwerbeversuch des MAD aufgedeckt wird, gibt das Verteidigungsministerium nur zögerlich die Akten frei. Für den Sozialdemokraten Sebastian Edati ist das ein Skandal. Auch weil Mundlos durch den Staat den Umgang mit Waffen lernt. Ich verstehe überhaupt nicht, dass man Herrn Mundlos, nachdem bekannt gewesen ist, er ist ein ausgewiesener Rechtsextremist, es läuft ein Strafverfahren gegen ihn, er ist dann auch zu einer Geldstrafe verurteilt worden, dass man ihn trotzdem routinemäßig Wochen später befördert hat zum Gefreiten, dass er sogar als Obergefreiter 1995 aus dem Wehrdienst entlassen worden ist, ganz regulär, dass man ihn vorgesehen hat für spätere Wehrübungen. Und ich verstehe ganz ehrlich auch nicht, dass nachdem Herr Mundlos bekannt geworden ist in der Bundeswehr als ausgewiesener Rechtsextremist, er trotzdem an Schießübungen teilnehmen durfte, unter anderem an Maschinengewehren. Mundlos beendet 1995 regulär den Wehrdienst und kehrt zu seinen rechtsextremen Freunden zurück. Für die drei aus Jena ist das verbindende Element schon seit Jahren der Nationalsozialismus, ihr Hass auf Ausländer, Juden und die Demokratie. Es gibt zu dieser Zeit zahlreiche Gelegenheiten, dies offen zu zeigen. Ständig gehen sie auf Demonstrationen und Aufmärsche. Das Trio beginnt heimlich Kofferbomben zu bauen, deponiert sie in der Innenstadt von Jena. Die Bomben sind nicht zündfähig, enthalten aber Sprengstoff und sollen ein Gefühl der Angst verbreiten. Wieder geraten sie ins Visier der Geheimdienste. Die drei sind Mitglieder im sogenannten Thüringer Heimatschutz, dem damals radikalsten Teil der rechten Szene in der Region. Die Gruppe umfasst kaum mehr als 140 Mitglieder, ist aber mit zahlreichen Spitzeln durchsetzt. Sie werden von verschiedenen Inlandsgeheimdiensten und dem MAD geführt. Nicht weniger als 40 V-Männer berichten jahrelang über Aktionen, Struktur und Kader der Neonazi-Gruppe. Doch dass sich in deren Reihen eine Terrorgruppe bildet, das erfahren die Geheimdienste nicht. Ein V-Mann ist ja nun ein Gesinnungsgenosse erstmal, im Gegensatz zum verdeckten Ermittler. Und der erzählt, was ihm Geld bringt, was möglichst stimmt, aber was seine Kameraden nicht gefährdet. Das ist das Prinzip. Und dieses Prinzip reicht aus, um Desinformation zu betreiben,
Insbesondere, wenn die Kontaktleute oder dann die später die Auswärterebene im Verfassungsschutz davon ausgeht, wovon wir nichts hören, wird wohl nicht bestehen. Nach der Durchsuchung der Garage sind die drei wie vom Erdboden verschwunden. Polizei und Verfassungsschützer fahnden mit enormem Aufwand, ohne Erfolg. Dabei hätten die Ermittler wissen können, wo sich das Trio versteckt. Denn die Namen der Unterstützer finden sich auf einer Telefonliste, die Uwe Mundlos über sein Netzwerk angelegt hat. Die Liste wurde in der Garage bei den Rohrbomben gefunden. Doch statt sie auszuwerten, landet sie in der Asservatenkammer der Polizei. Man hätte einfach nur dieses Telefonbuch abarbeiten müssen und man hätte sie gefunden. Da wissen wir einfach nicht, wie ist da systematisch auch gearbeitet worden, eben auch mit Blick auf die damals schon vorhandenen Strukturen, die bereit waren, in die Illegalität zu gehen. Es gab ja damals schon Vorhaben, in der Neonazi-Szene Zellen zu bilden, in den Weg des Rechts herauszugehen. Und da hätte man genau wissen können, wo sind diese Aktivisten, wo sind diese Strukturen. Und da hätte man anklopfen müssen und das ist nicht passiert. Dennoch erfahren die Geheimdienste, dass das Trio Geld braucht, denn ein Leben in der Illegalität ist teuer. Das Unterstützernetzwerk sammelt Spenden und das Trio bastelt ein widerwärtiges Spiel. Sie nennen es Pogromlied. Sie wollen es in der Szene verkaufen. Der Verfassungsschutz erwirbt etliche Exemplare, über Mittelsmänner geht das Geld an das Trio. 100 Mark pro Spiel. Einige Zeit später erfahren die Dienste aus der Szene, dass die drei kein Geld mehr brauchen. Sie hätten jetzt genug. Mit den Banküberfällen, die Böhnhardt und Mundlos zu dieser Zeit in Chemnitz begehen, bringt das niemand in Verbindung. Und selbst als der Verfassungsschutz des Bundeslandes Brandenburg seine Kollegen in Sachsen und Thüringen informiert, ein bekannter Blood-and-Honor-Aktivist würde versuchen, Waffen für drei abgetauchte Skinheads zu besorgen, kommt anscheinend niemand darauf, dass es sich um Waffen für die Bombenbauer handeln würde. Der Grund ist einfach. Die Geheimdienste kooperieren kaum mit den Fahndern anderer Bundesländer. Alle Geheimdienste versuchen, Daten zu monopolisieren, um ihre Macht zu steigern, und sind nicht besonders begeistert, wenn Landeskriminalämter oder andere Verfassungsschutzämter an diese Daten heran wollen. So dass zur gleichen Zeit, als das Landeskriminalamt Sachsen wegen den Banküberfällen ermittelte, die Thüringer wussten, dass das Trio erst große Geldprobleme hatte und dann aufgrund von Jobben oder Aktionen auf einmal keine mehr hatte. Diese beiden Informationen zusammengeführt hätten natürlich ganz andere Eingriffsmöglichkeiten erzeugt. Und da muss man wirklich sagen, hier spielt diese Monopolisierung der Information doch eine ganz fatale Rolle. So bleibt auch die Rolle von André E. unerkannt. Der militante Neonazi mietet für das gesuchte Trio in Chemnitz eine konspirative Wohnung. Ein Jahr lang verstecken sich die drei hier, begehen mehrere Banküberfälle. Als es ihnen zu unsicher wird, zieht das Trio um nach Zwickau. Hier in der Polenstraße leben sie unerkannt als Gary, Max und Lise. Sie haben Katzen, fahren Fahrrad, sind beliebt bei den Nachbarn. Oft an ihrer Seite André E. und dessen Frau. Sie besuchen die drei regelmäßig, laden sie zu pseudogermanischen Festen ein. In dieser Zeit wird André E. intensiv vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Verbindung zu den gesuchten Bombenbauern will dem Geheimdienst aber entgangen sein. Das Landesamt hatte natürlich durch die Berichte von V-Leuten schon aus Mitte der 90er klare Kenntnisse zu den Kontaktpersonen und zu den festen Freundeskreis der drei. Und da tauchen all die Namen auf, schon Mitte der 90er Jahre, die dann später als diejenigen gelten, die Pässe besorgt haben, Autos besorgt haben, Wohnmobile angemietet haben, dann auch Geld besorgt haben und ähnliches. Also die Namen sind ja nicht 98 oder 2000 oder 2003 aktuell geworden, die kannte das Landesamt schon lange. Mit Hilfe der Unterstützer bereiten sich die drei aufs Töten vor. Sie bekommen eine Cesca 83 mit Schalldämpfer. Ein Kamerad aus jener Tagen soll die Waffe besorgt haben. Es ist Ralf W., ein Aktivist im Thüringer Heimatschutz. Auch er wird seit Jahren intensiv vom Geheimdienst beobachtet. Für das, was sie jetzt vorhaben, gibt es eine Anleitung.
nachzulesen in einem Handbuch der Blood and Honor-Bewegung. Zellenstrategie, Bombenanschläge, Morde an Ausländern. Alles wird genau beschrieben. Die Mordserie beginnt im September 2000 in Nürnberg, nur 3 Tage bevor die Blood and Honor-Bewegung in Deutschland verboten wird. Ihr erstes Opfer, Enver Simsek, ein Blumenhändler türkischer Herkunft. 8-mal drücken die Täter ab. Knapp ein Jahr später wird der türkische Änderungsschneider Abdurrahim Isidoglu erschossen. Es ist der Tag, an dem das Blood and Honor-Verbot endgültig rechtskräftig wird. Es folgen noch 7 weitere Morde an Kleinunternehmern mit ausländischen Wurzeln. Die Polizei erkennt zwar eine Serie, sucht die Täter aber in der organisierten Kriminalität. Die Ermittlungen richten sich vor allem gegen die Familien der Opfer. So auch im Fall des in München ermordeten Theodoros Bulgaridis. Die Kinder wurden gefragt, ob das Mordopfer Theodoros Bulgaridis möglicherweise mit Menschenschmuggel zu tun habe, mit Drogenhandel zu tun habe, ob er irgendeine Art von kriminellen Machenschaften tätige. Es wurde zwischenzeitlich auch Frau Bulgaridis gefragt, ob sie nicht möglicherweise am Mord an ihrem Ehemann beteiligt sei. Sie wurde fast schon gedrängt, dies doch bitte zuzugeben. Theodoros Bulgaridis ist das 7. Opfer der Terrorzelle. Die Ermittlungen gegen die Familie ziehen sich über Jahre hin. Ergebnisse liefern sie nicht. So wie in allen anderen Mordfällen auch. Die Sonderkommission kommt nicht weiter. 2005 wird ein Gutachten angefordert, das eine Alternative zum Mafia-Ansatz liefern soll. Die Analyse kommt zu folgendem Ergebnis. Die Täter sind Deutsche zwischen 25 und 40, haben möglicherweise einen rechtsradikalen Hintergrund, müssen geübt sein im Umgang mit Waffen und Sprengstoffen und sind sehr wahrscheinlich polizeibekannt. Die operative Fallanalyse hat innerhalb der Ermittlungsbehörden zu erheblichen Diskussionen geführt. Wie wir heute wissen, war diese Fallanalyse äußerst treffend und zielführend. Man hat allerdings entsprechende Ermittlungen daraufhin nicht in diese Richtung gelenkt. Man hat insbesondere in der Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit weiterhin die These vertreten, die Opfer und deren Angehörige müssten möglicherweise einem kriminellen Milieu angehören. Und als das Trio im Juni 2004 in der Kölner Kolbstraße eine Nagelbombe zündet und 26 Menschen zum Teil schwer verletzt, äußert sich schon am darauffolgenden Tag der damalige Bundesinnenminister Schily eindeutig. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Die Politik will Unruhe vermeiden. Anschläge gegen Ausländer in Deutschland, das darf offiziell nicht sein, auch wenn es längst Zweifel gibt. Entweder eine private Abrechnung oder halt von den Nazis dann, denke ich mal. Ansonsten kann keiner gewesen sein. Auch die Ermittler ziehen das in Erwägung, treffen sich sogar mit den Kollegen, die in dem Serienmord ermitteln und stellen zahlreiche Parallelen. Dennoch werden die Täter weiter gesucht. Es ist absolut unverständlich. Ich kann es mir wirklich nur erklären damit, dass die generalisierten Gefährdungserwartungen, die Ausländer sind, die die Probleme machen, so massiv waren, dass jede widersprechende Einzelinformation einfach neutralisiert wurde, abgebügelt wurde. Die Bedrohung durch Rechtsextremisten im Blick zu haben, ihre Strukturen aufzuklären und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, einzuschätzen, dafür ist in Deutschland übergreifend das Bundesamt für Verfassungsschutz verantwortlich. Das listet 2004 in einem internen Papier penibel auf, womit von rechts zu rechnen ist. Zellenstrategie, Bombenanschläge, Mordversuche. Selbst das Trio wird erwähnt. Und dennoch, der Geheimdienst kommt zu der fatalen Einschätzung: Derzeit sind in Deutschland keine rechtsterroristischen Organisationen und Strukturen erkennbar. Zu dieser Zeit hat die Terrorzelle aus Zwickau bereits 5 Menschen ermordet und 2 Bombenanschläge verübt.
Alle Informationen, die dort aufgelistet sind, deuten darauf hin, dass es Terrorismus in der Form von einem braunen Zellen gibt. Das wird auch beschrieben. Aber genau diese Information, die gegeben wird, wird anschließend wieder entwertet, indem gesagt, es gibt keine Unterstützerzelle. Und der Hinweis, den die Leute auf Combat 18 geben, das ist ja Angeberei in der Szene und, und. Also für jede einzelne Information, die darauf hindeutet, wird dann anschließend in der Interpretation wiederum zunichte gemacht. All diese Fehleinschätzungen werden erst bekannt, als sich die Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern mit dem Einsatz von V-Leuten in der rechten Szene befassen. Nach und nach kommt heraus, die Dienste waren viel näher an den Terroristen dran, als vorher zugegeben. Ein Beispiel: Thomas S. Er war Ende der 90er Jahre kurzzeitig mit Beate Zschäpe liiert, besorgte sogar den Sprengstoff für die Rohrbomben, die in der Garage gefunden wurden. Nur durch Zufall erfährt der Bundestagsuntersuchungsausschuss davon, dass dieser Unterstützer 10 Jahre lang V-Mann des Berliner Verfassungsschutzes war und sogar Hinweise auf den Aufenthaltsort des Trios gegeben hat. Der Ausschuss, der zu diesem Zeitpunkt schon monatelang ermittelt, fühlt sich getäuscht. Allein der Umstand, es gab einen V-Mann, der auch dem NSU-Unterstützerumfeld zugerechnet wird, und der war über viele Jahre, die ist so schwerwiegend, dass man sich fragen muss, und da soll es nicht geglückt sein, den Aufenthaltsort des Trios zu ermitteln, da soll es nicht möglich sein, zu entdecken, wo die sich aufhalten, und da soll es unerkannt geblieben sein, dass die Straftaten begangen haben, über all die Jahre hinweg, 10 Morde, 14 Banküberfälle, 2 Sprengstoffanschläge, das ist kaum noch zu glauben. Der 10. und letzte Mord der Terrorzelle. 2007 wird in Heilbronn die Polizistin Michelle Kiesewetter erschossen, ihr Kollege schwer verletzt. Offiziell gehen die Ermittlungsbehörden heute davon aus, dass Mundlos und Böhnhardt den Mord begangen haben, um an die Waffen der Polizisten zu kommen. Außerdem hätte das Trio nun auch Polizeibeamte ins Visier genommen. Doch an diesen Thesen gibt es erhebliche Zweifel. Direkt nach dem Mord richten sich die Ermittlungen der Polizei auch auf den Verdacht, der Mord hänge mit der Arbeit der Polizisten zusammen. Man vermutet die Täter wieder einmal im Bereich der organisierten Kriminalität. Jahrelang werden Spuren verfolgt, die Ermittler bis auf den Balkan führen. Ergebnislos. Das private Umfeld des Mordopfers wird kaum durchleuchtet. Was ist mit hohem Druck in Heilbronn selbst ermittelt worden? Es ist ja viel Zeit darauf verwendet worden, also sämtliche Roma dort zu erfassen, zu befragen und als Verdächtige auch in den Blick zu nehmen, die dort gar nichts gemacht haben, außer in der Nähe irgendwie ihr Lager aufzubauen. Und das, was man bei jeder Kriminalität eigentlich tun muss, was zum Einmaleins gehört, nämlich im persönlichen Umfeld wirklich zu sehen. Die Leute, die mit ihr Dienst taten, ihre Familie, ihr Bekanntenkreis hier und Ähnliches, da hört man an vielen Stellen, das hatte da nur nachrangige Priorität. Michelle Kiesewetter stammt aus dem thüringischen Oberweißbach, ein kleiner Ort mit einer aktiven rechten Szene. Hier hat sich Uwe Mundlos bereits 2005 über längere Zeit aufgehalten. Und ein naher Verwandter von Michelle Kiesewetter ist Polizist. Er ermittelt jahrelang als Staatsschütze gegen den Thüringer Heimatschutz. Der Mord vielleicht ein Racheakt? Und auch im Arbeitsumfeld der Polizistin Kiesewetter bleiben offene Fragen. Ermittlungen des Untersuchungsausschusses in Berlin haben ergeben, dass Beamte aus ihrer Einheit Mitglieder in dem rassistischen Geheimbund Ku Klux Klan waren. Der KKK in Deutschland ist ziemlich klein. Dennoch hatten Unterstützer des Trios Kontakte zu ihm und auch das Trio selbst nahm vor dem Untertauchen an klantypischen Kreuzverbrennungen teil. Was nicht wahrgenommen wurde, ist, dass dieser rassistische Terrorismus bereits in den USA, also im Ku Klux Klan und in Großbritannien, Blood and Honor und Combat 18 ausdrücklich vorgesehen hatte, keine Bekennerschreiben abzugeben, um die Gruppe nicht zu gefährden und auch sich sofort umzubringen, wenn man auffliegt.
um die Kollegen nicht zu gefährden oder die Kameraden nicht zu gefährden. Selbstmord bei drohender Festnahme? War das auch der ursprüngliche Plan des Terrortrios? Wesentlich zur Aufklärung beitragen könnte Beate Zschäpe. Kontakt zum Unterstützernetzwerk hält sie bis zum Schluss. Am Tag, als sie ihren Unterschlupf anzündet, trifft sie sich noch einmal mit André E. Er fährt sie zum Bahnhof und ermöglicht ihr so die Flucht. Erst Tage später stellt sich Beate Zschäpe der Polizei und schweigt seither. Die aufgedeckten Vertuschungsversuche der Geheimdienste sind so umfangreich, dass bis heute 4 Verfassungsschutzchefs ihre Posten räumen mussten. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz muss genauso gehen wie die Leiter in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Akten wurden geschreddert, V-Männer geschützt, Abgeordnete belogen, Fehler nur widerwillig eingestanden. Mittlerweile haben diese Geheimdienste, die ihre eigenen Quellen nicht offenlegen müssen, eine Macht in diesem Staate entwickelt. Sie sind ein Staat im Staate geworden. Und da ist jetzt wirklich an der Zeit zu fragen, ob der Schaden, der damit angerichtet wird, nicht größer ist als der Nutzen, dass man ein paar Informationen mehr hat, als man sie hatte, als man sie haben würde, wenn man sie nicht hat. Das größte Kapital, was eine Demokratie haben kann, ist das Vertrauen der Bürger in die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates. Und dieses Vertrauen hat im Zuge der Ermittlungen, der erfolglosen Ermittlungen gegen die Zwickauer Terrorzelle, die ja nur durch einen Zufall aufgeflogen ist, erheblich gelitten. Und was ich sehr traurig finde, ist, dass dieses Vertrauen weiter leidet, jetzt im Zuge mangelnder Unterstützung bei unserer Aufklärungsarbeit. Und diese Arbeit, die wir leisten, die tun wir natürlich mit Blick auf die Wertschätzung für die Opfer. Ob die Opfer und Hinterbliebenen jemals die ganze Wahrheit erfahren werden, ist derzeit völlig offen. Klar ist aber schon heute, die Struktur der Geheimdienste wird sich verändern müssen. Inzwischen wird sogar die Abschaffung einzelner Dienste ernsthaft diskutiert.